Yeah, Leben Wrestling. Ex-WWE-Star kehrt zurück. Wade Barrett feiert seine Rückkehr zu WWE. Dies berichten Pro Wrestling Sheet und Fightful.com übereinstimmend. Demnach werde Barrett bei der dieswöchigen NXT-Ausgabe auftreten und Corey Graves am Kommentatorenpult ersetzen. Zum jetzigen Zeitpunkt habe Barrett jedoch keinen Vertrag beim Marktführer unterschrieben und nur einem One-Night-Only-Deal zugestimmt, da er auch zukünftig für die National Wrestling Alliance arbeiten möchte. Details zur Zukunft von Samoa Joe bei WWE. Sports Keeder berichtet, dass Samoa Joe auch in Zukunft am Kommentar tätig sein und nicht in den Ring zurückkehren werde. Grund dafür sei, dass man zum einen Jerry Lawler schützen wolle, der aufgrund diverser Vorerkrankungen zu der Hochrisikogruppe gehöre, zum anderen sei WWE derzeit nicht bereit, das Risiko einzugehen, Joe wieder im Ring einzusetzen, da dieser in der Vergangenheit vermehrt mit Gehirnerschütterungen zu kämpfen hatte. Außerdem sei Vince McMahon sehr zufrieden mit Joes Arbeit am Kommentar und wolle ihn zumindest während der Pandemie weiterhin dort einsetzen. WWE-Star bezieht Stellung zu Fankritik. Keith Lee hat sich auf Twitter zu der Kritik an seinem Debüt geäußert. Zunächst hat Lee betont, dass er großen Respekt vor den Fans habe, die ihn unterstützen und ihre Kritik wahrnehme. Jedoch habe er keinen Einfluss auf sein Theme und um seine Ringkleidung werde er sich kümmern, während die Fans etwas Geduld haben sollen, da nicht sofort alles perfekt sein könne. WWE war nach Raw in die Kritik geraten, da Lee ein neues Theme und neue Ringkleidung bekommen hat, die laut der Fankritik den Charakter von Keith Lee nicht mehr widerspiegeln. Hintergründe zu Codys Dynamite-Niederlage. Der PW Insider berichtet, dass Cody mit dem Verlust der TNT Championship in der vergangenen Dynamite-Ausgabe für einen längeren Zeitraum aus den AEW-TV-Shows geschrieben wurde. Grund dafür soll sein, dass Cody für die Serie Heels zusammen mit Stephen Amell vor der Kamera stehen werde und sich voll und ganz auf seine dortige Rolle konzentrieren wolle. All Elite Wrestling wird in der kommenden Ausgabe von Dynamite Stellung zu der Abwesenheit des EVPs beziehen. Wenn ihr Lust auf coole Zusatzformate habt und Spotfight gleichzeitig unterstützen wollt, dann werdet jetzt Kanalmitglied. Liked gern dieses Video und schreibt uns eure Meinungen. Und wenn ihr euch außerdem für aktuelle Wrestling-Analysen interessiert, schaut gern mal drüben auf dem Spotfight-Podcast-Channel vorbei.